Wir sind heute zu Gast bei der Volksbank im Bergischen Land und wollen heute vorstellen, was alles im Lennepersommer 2023 stattfinden wird. Vom Bühnenbeirat bei uns Erwin Rittig sowie Christian Fried von der Volksbank. Aber ich fange mit Erwin mal an. Wie wichtig ist es, dass in diesem Jahr wieder der Lennepersommer stattfinden kann? Ja, nachdem also 2 Jahre lang Corona uns gebremst hat, wir im letzten Jahr eine kleinere Runde starten konnten, ist es natürlich für uns besonders wichtig, jetzt wieder uns darstellen zu können, das Ehrenamt nach außen zu tragen und die Altstadt zu beleben. Und ohne die Volksbank könnte es nicht stattfinden. Einerseits wird es die Bühne gar nicht geben, andererseits unterstützt ihr den Lennepersommer schon seit vielen, vielen Jahren. Wie wichtig ist es für euer Haus? Ja, unser Stammhaus ist hier in Lennep, hier ist unsere Hauptverwaltung. Und wir unterstützen den Lennepersommer jetzt schon seit über 10 Jahren. Das ist eine ganz tolle Veranstaltung mit ganz vielen Ehrenamtlern. Und das ist unsere Art und Weise, auch ein bisschen hier Danke zu sagen. Denn ohne dieses Ehrenamt wäre es nicht möglich, jedes Jahr so eine tolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Der Christian spricht ja einen ganz, ganz wichtigen Punkt an: Ehrenamt. Viele Leute, diese ganzen Vereine, ohne die es ja gar nicht möglich wäre, den Lennepersommer überhaupt durchzuführen. Das ist richtig, denn wenn die Bühne da steht und sie wird nicht bespielt, ist es ein trauriger Anblick. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass sich so viele engagieren, in ihrer Freizeit engagieren, damit wir die Bühne mit Leben füllen können und auch dieses interessante Spektrum an Veranstaltungen darstellen können. Und wir hören mal rein, was die unterschiedlichen Vereine in diesem Sommer, im Lennepersommer, organisieren. Thomas Schmidtkamp von Lennep Offensiv, ihr seid wieder beteiligt am Lennepersommer. Was macht ihr? Ja, wie all die Jahre sind wir natürlich mit dabei, das lassen wir uns nicht nehmen. Wir machen sonst ja im Zweijahresturnus das Altstadtfest, das machen wir dieses Jahr nicht, deswegen haben wir ein bisschen mehr Spielraum und wir wollen die Altstadt zur Partymeile werden lassen am 22. Juli mit der Band Kunst & Co., sehr bekannt im Ruhrgebiet und die machen Pop, Schlager, alles was man mitsingen kann, was bekannt ist, zum Mittanzen, Mitsingen und Mitschunkeln. Aber das ist nicht die einzige Veranstaltung, denn ihr habt noch was anderes vor. Ja, zum Abschluss des Lennepersommers, wie wir das all die Jahre eben im Wechsel mit dem Altstadttest machen, Kartoffelfest auf dem Altermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 3. September. Willi Oberlies von den Lennep Pilgerfreunden, auch wieder beteiligt am Lennepersommer. Was organisiert ihr, was macht ihr? Tja, am 23.07. startet wieder das Lennep Pilgerfest, Familienfest. Wir starten um 10 Uhr vom Mollplatz mit einer Busfahrt nach Gevelsberg. Von dort aus werden ca. 60 Personen laufen nach Schwelmhaus-Martfeld. Dort werden die Pilger wieder abgeholt und dann nach Lennep zum Alter Markt gebracht, wo wir unsere Veranstaltung um 11 Uhr starten. Zuerst haben wir Musik und ab 15 Uhr haben wir Live-Musik 3 Stunden und zwar die Band Happy Gangsters. Fahrkarten zu dieser Fahrt, möchte ich hier nochmal sagen, können ab dem 23.05. im Lennepladen in der Berliner Straße 5 schon vorgekauft werden, damit wir frühzeitig planen können, dass der Bus auch voll ist. Auf dem Alter Markt haben wir dann wie immer Kaffee, ein großes Kuchenbuffet, selbstgemachten Kuchen, natürlich auch Grillware, Pilgerweine vom Pilgerweg in Spanien, ja, und Kinderkarussell für die Kinderbelustigung und natürlich auch etwas zu trinken, so Alkohol und aber auch alkoholfreie Getränke. Das wäre also das Pilger- und Familienfest am 23.07. in Lennep auf dem Altermarkt. Hermann Hink von Frisch auf Lennep, beteiligt am Lennepper Sommer. Was veranstalten Sie? Ja, wir veranstalten in diesem Jahr zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde und der LTG einen Familientag. Und es beginnt einfach um 11 Uhr mit dem Gottesdienst der Evangelischen Kirche. Und es schließt sich dann ein bunter Nachmittag für Familien mit ihren Kindern für alle Generationen an. Wir wollen ein buntes Programm auf und vor der Bühne bieten, natürlich auch die Leckereien, die dazugehören, und freuen uns darauf. In den vergangenen Jahren haben wir als Turnverein Frisch auf Lennep immer eine Abendveranstaltung durchgeführt. Dieses Jahr haben wir einen besonderen Grund, den Familientag mitzugestalten, weil wir im letzten Jahr eine komplett neue Generation, eine junge Generation aufgebaut haben, mit über 100 neuen kleinen Kindern, mit ihren jungen Eltern. Und die wollen wir natürlich auch, und das gilt der LTG genauso, für die Vereinsarbeit auch ein bisschen begeistern. Und so ein Familientag ist die beste Gelegenheit dazu, das auch umzusetzen.
Michael Schiffer von der Welle, ihr seid auch wieder beteiligt am Länderpaar-Sommer 2023. Ja, wir werden am 18.06. werden wir den Kinder- und Jugendkulturtag feiern mit vielen Vereinen, kleineren Vereinen, Kindergärten, Grundschulen und anderen anliegenden Vereinen und werden diesen Tag mit den Menschen und den Familien feiern, werden auf der Bühne Kinderprogramme haben, werden kulinarisch unterwegs sein, aber auch mit Bastelaktionen und etwas, was die Menschen halt bewegt. Es gibt einen zweiten Veranstaltungstag an einem Abend. Kiesberg, 25 Jahre, ihr richtet's aus. Ja, da freuen wir uns besonders drauf. Die Band Kiesberg, die Hardrock-Band, hat uns gefragt, sie haben 25-jähriges Jubiläum, ob wir was mit ihnen machen. Das habe ich im Bühnenrat vorgestellt. Die haben sich gefreut und daraufhin konnten wir die Volksbank gewinnen. Die werden uns sponsern und unterstützen und wir werden diesen Abend einen richtig geilen Hardrock-Abend haben. Ja. Wie wichtig ist es für euch als Volksbank, diesen besonderen Abend von Kiesberg zusammen mit der Welle zu organisieren? Ja, zum einen freuen wir uns auf jeden Fall erstmal mit der Welle einen Verein an unserer Seite zu haben, die wirklich viel für Lennep, die viel auch für die Gesellschaft tun. Wir finden das ganz toll und ja, 25-jähriges Bühnenjubiläum von Kiesberg. Wenn das Wetter mitspielt, wird das ein ganz toller Abend. Ich als der Hergelobter, der seit 5-6 Jahren in Lennep wohnt, freut sich auf den Abend und wir hoffen, dass es voll wird und alle viel Spaß haben. Und nicht nur dieser Abend, sondern es gibt ja viele, viele Abende. Es gibt noch andere Vereine, die Sachen organisieren. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, es beginnt ja mit der Jugendkunstschule, die den Tag der Musik in der Altstadt feiern will. Da beginnt es nachmittags mit verschiedensten Veranstaltungen und Aufführungen. Nicht zu vergessen, Karaoke ist wieder dabei, ausgeführt diesmal von Kaffeeklatsch, neu dabei. Dann haben wir auf jeden Fall Tischlein deck dich von der Ländepark Karnevalsgesellschaft. Ganz wichtige Info, an diesem Tag gibt es die Karten fürs Weinfest. Das ist ganz wichtig und das Weinfest auch von der LKG ausgerichtet. Eine Veranstaltung, die auch schon seit ewigen Jahren im Länderpaar Sommer ihren Platz gefunden hat. Ja, und zu erwähnen, in diesem Jahr ist die 50-Jahr-Feier der SG Hackenberg, die in der Altstadt dort ihr Jubiläum feiern wollen. Eingeladen und engagiert ist Kaschem. Sicherlich ein interessanter Abend, auf den wir uns alle freuen können. Vielen lieben Dank, Erwin. Vielen lieben Dank, Christian. Also, der Lennepaar Sommer 2023 steht uns allen bevor und hoffentlich spielt das Wetter mit und wir werden viele, viele schöne Abende haben und auch viele, viele schöne Sonntage.